Seine politischen Visionen groß, sein Ziel ambitioniert. Olaf Scholz geht bei der Bundestagswahl 2021 als Kanzlerkandidat für die SPD ins Rennen. Von historisch schlechten Umfragewerten lässt er sich nicht die siegessichere Stimmung vermiesen. Ein Mann, der gewinnen will. Unterstützung bekommt der Sozialdemokrat dabei nicht nur von seiner Partei. Oft sind es die Menschen im Hintergrund, die der vordersten Front ein starkes Rückgrat bieten. Im Falle von Olaf Scholz ist seine Stütze schon seit über 20 Jahren treu an seiner Seite. Dürfen wir vorstellen? Britta Ernst, ihrerseits ebenfalls überzeugte Sozialdemokratin und Politikerin. Seit 1998 ist das politische Power-Couple verheiratet und lebt seit 3 Jahren abseits des Hauptstadttrubels in Potsdam, wo Britta als brandenburgische Bildungsministerin arbeitet. Ihre Überzeugung verbindet sie. Zwar steht die Ehe für die beiden immer an erster Stelle, wie Olaf Scholz 2019 im Spiegel-Interview verrät, doch auf die Liebe folgt, klar, die Karriere. Deshalb hat sich das Ehepaar Scholz-Ernst auch gegen Kinder entschieden. Ihre kleine Familie ist ihnen dennoch heilig. Wie eng die Bindung zwischen den beiden Sozialdemokraten ist, ist auch bei öffentlichen Anlässen nicht zu übersehen. Ob neben Politprominenz oder Schlagerstar, das Duo lebt im Liebesrausch. Verlieren kann Olaf Scholz bei der Bundestagswahl im September 2021 eigentlich nicht. Schließlich hat er seinen größten Erfolg bereits geheiratet.